Willkommen in der kleinen Holzwerkstatt zu einem neuen Video und wir gucken uns heute mal meinen Neuzugang in der Werkstatt an. Und zwar ist das die Festool DF500, eine Dominofräse. Und was die kann, das gucken wir uns heute mal genauer an. Ja, hier ist das gute Stück. Ihr seht, es sind zwei Systemer. Zu einer Dominofräse gehören natürlich auch Dübel dazu. Die habe ich mir gleich mitbestellt. Ich habe mir das Domino DF500Z bestellt. Ein Set aus dem ganz einfachen Grund, weil dort Anschläge drin sind, die für die Bearbeitung von bestimmten Werkstücken einfach wichtig sind. Und was das ist, das jetzt im Detail. Ich möchte aber auch die Frage beantworten, inwieweit hat die Dominofräse ein Alleinstellungsmerkmal oder ein Merkmale, die weit über eine Flachdübelfräse hinausgehen oder die über eine Flachdübelfräse hinausgehen. Ich möchte ein bisschen so den Vergleich zwischen Flachdübel und Domino auch herstellen und diese Fragen beantworten. Und deswegen, wer meine Arbeiten kennt und meine Videos kennt, weiß, dass ich hier mit einer Flachdübelfräse von Makita arbeite. Und mittlerweile habe ich da auch sehr viel Erfahrung sammeln dürfen und können. Von daher ist der Vergleich zur Dominofräse durchaus ein Thema heute. Lasst uns aber zunächst mal die Festool Dominofräse anschauen und deren Merkmale und dann gucken wir uns den Vergleich dazu an. So, als allererstes sticht hier dieses Plug-It-Kabel ins Auge. Das ist ein Kabel, das eben demontiert werden kann. Sehr geschickt, wenn man mit der Fräse arbeitet und nicht ständig das Kabel hinterher ziehen möchte. Dann haben wir hier einen Anschlag. Ein Anschlag, bei dem Rund- oder beziehungsweise Stäbe verarbeitet werden können und ist in der Lage, hier zu fräsen. Aber wie der Anschlag aufgesteckt wird, zeige ich euch nachher nochmal. Dann haben wir hier einen Anschlag, eine Anschlagverbreiterung oder die Möglichkeit, dass ihr eine Auflagefläche an der Dominofräse vergrößert. Dafür ist dieser Anschlag da, zeige ich euch auch nachher gleich. Und wir haben für links und rechts zwei Anschläge, die montiert werden an der Dominofräse, um dann letztendlich am Plattenmaterial, wenn man Plattenmaterial sägen möchte, fräsen möchte, dass man dann diese Anschläge für links und rechts an die Dominofräse anschraubt und sie dann letztendlich sich die Anschläge einstellt. Dann gibt es hier einen Schlüssel für den Fräserwechsel und zu guter Letzt die Maschine selbst. Und die gucken wir uns jetzt mal ein bisschen im Detail an, was sie so alles kann. So, beginnen wir bei der Maschine mit dem Einschalter. Der wird nach vorne gedrückt, dann ist sie eingeschaltet. Nach hinten der Finger ganz leicht aufgelegt, schnappt der Schalter zurück und sie ist wieder aus. Die Schalterstellung ist, finde ich, ergonomisch ganz gut gelöst, weil sie mit wenig Kraftaufwand zu realisieren ist. Dieser Drehschalter ist dafür da, dass man auf der einen Seite passgenaue Bohrungen oder Langlöcher fräsen kann, dann hier in der mittleren Stellung mit etwas mehr Spiel nach links und nach rechts und die ganz weite Einstellung ist noch mehr Spiel, also ist noch mehr nach links und nach rechts die Verschiebmöglichkeit des Domino-Dübels. Um genau zu sein, sind das hier 13 mm. Auf der Seite haben wir 19 mm plus Fräserbreite, immer plus Fräserbreite, also 13 mm plus Fräserbreite, 19 mm plus Fräserbreite und 23 mm plus Fräserbreite. Bleiben wir auf der Seite dieser Hebel. Wenn wir den lösen, dann haben wir die Möglichkeit, den Anschlag hier nach vorne zu ziehen, beziehungsweise auf 90 Grad oder auf 45 Grad. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Einstellungen, indem ihr die Gradzahlen einstellen könnt. Hier skaliert dargestellt, aber auch die gängigen Winkel sind hier mit so einer Art Rasterung versehen, was sehr genau ist, denn der Bolzen hier, der rastet hier genau ein und dann wird hier wieder zugezogen. Auf der Seite, auf der linken Seite der Dominofräse seht ihr die Tiefeneinstellungen. Das ist hier ein Schalter, der zurückgenommen wird und dann kann man hier die Rasterungen
einstellen mit diesem kleinen grünen Hebel in der Größe von 12, 15, 20, 25 und 28 und das begrenzt die Tiefe, die Frästiefe, die ihr braucht bei bestimmten Dübelgrößen. Bevor wir die Fräse umdrehen, hier nochmal ganz kurz eine Tiefeneinstellung. Wenn ihr hier den Hebel löst, auf der Seite, auf der rechten Seite, immer in Arbeitsrichtung gesehen, dann habt ihr die Möglichkeit, hier euren den Schlitten nach oben und nach unten zu ziehen und hier auf dem in diesem Schieber werden voreingestellte oder beziehungsweise gängige Größen, die beginnen bei, ich meine, 10, 16, 20, 22, 25 bis zu 40, wird eingestellt und damit habt ihr schon die Höhe, ohne dass ihr hier mit der Skalierung arbeiten müsst. Wenn ihr die Tiefe exakt einstellen wollt oder dieses Maß eben nicht verwenden wollt, dann habt ihr hier noch eine Skalierung. Ihr seht es hier mit einem Pfeil. Das ist eine recht exakte Einteilung. Und dort könnt ihr die Tiefe nochmal exakt einstellen, so wie ihr es möchtet. Also hier nochmal einstellen und dann auf der rechten Seite eben festziehen. So, jetzt drehen wir die Fräse mal um. Und dann seht ihr auf der Seite eben den Hebel zur Höhenverstellung, den habe ich euch gerade gezeigt. Und hier auf der Seite eine Spindelarretierung. Die Spindelarretierung gucken wir uns nachher an, wenn wir den Fräser wechseln. Hier ist die Absaugung an das Festool-System. Hier kann ein Schlauch angeschlossen werden mit der Größe D2732. Kommen wir zum Fräserwechsel. Dazu nehmt ihr diesen Schlüssel und fahrt hier unter diese Arretierung drunter und damit seht ihr schon, schnappt das Motorgehäuse vom eigentlichen Einstellgehäuse weg. Dann habt ihr das Motorgehäuse komplett in der Hand und könnt hier über die Arretierung die Spindel arretieren und könnt hier den Fräser wechseln. Der Fräser ist nur aufgeschraubt, wird abgeschraubt und ein anderer Fräser in einer anderen Größe eben drauf und dann kann es wieder losgehen. So, schrauben wir den wieder drauf. Ganz leicht nur anziehen, ihr müsst nicht das extrem anziehen, weil der zieht sich ohnehin bei der Arbeit, beim Arbeiten fest. So, das Aufsetzen erfolgt ganz einfach. Ihr führt diese Spindel, die erste vorhergesehene Spindel, führt ihr ein, danach kommt die zweite und dann macht ihr einfach nur eins. Einmal nach vorne drücken, bis es hörbar einrastet und dann ist das Motorgehäuse am Arbeitsteil wieder dran. So, schauen wir uns die Arbeitsseite mal an, also die Front der Fräse. Dann haben wir hier eine Skalierung, in der man ablesen kann, welchen Millimeter-Einteilung hier man vom eigentlichen Nullstrich entfernt arbeiten möchte, beziehungsweise den Nullstrich dann letztendlich auf dem Werkstück ausrichtet, um den Dübel entsprechend einzufräsen. Hier haben wir zwei Anschläge. Diese Anschläge verschwinden auch. Ne? Wenn man also hier ein Plattenmaterial dagegen drückt, dann seht ihr, dass diese Anschläge nach hinten verschwinden. Diese Anschläge sind dafür da, dass wenn man Plattenmaterial verarbeitet und zwei Platten miteinander verbindet, dann möchte man ja, dass die beiden Dübel hier fluchten. Und um das zu erreichen, setzt man so an und schlägt hier gegen den Anschlag, fräst das erste Dübelloch und auf der anderen Seite der Platte schlägt man eben genauso an. Also wenn man das jetzt auf der anderen Seite sehen würde, schlägt man hier an und hat dann eben auf der Seite einen definierten Abstand zur Kante, sodass dann diese beiden Kanten, wenn man die Platten zusammensetzt, dass die einwandfrei fluchten. So, auch ein Neuzugang in meiner Werkstatt ist diese Kiste mit den Dominos. Also in der Größe von 4, hier die ganz kleinen, die werde ich wahrscheinlich ja, eher weniger verwenden, weil ich da keine Anwendung jetzt so im Moment sehe. Dann haben wir 5er, wir haben 6er Dominos, wir haben hier diese, was ist das? Das sind 8er Dominos, auch 8er Dominos in einer anderen Länge und 10. Wichtig war für mich einfach, dass ich diese Fräser dazu bekomme, denn diese Fräser
Diese Fräser sind alle Größen, also von 4 bis 10 gehören die da dazu, und so dass man hier den entsprechenden Fräserwechsel machen kann, dass man Langlöcher fräsen kann in gewissen Stärken. So, kommen wir zu den einzelnen Teilen, die hier mit dabei sind. Ich habe sie euch ganz kurz genannt. Wir haben das Kabel. Das Kabel hat hinten so einen Anschluss. Ja, das ist so ein Plug-It-Anschluss für die Dominofräse. Wird letztendlich nur eingesteckt und verdreht. Und damit ist das Kabel fest und ist auch in ausreichender Länge, ihr seht. Also es ist richtig lang, dieses Kabel. Von daher optimal. Und ja, da hat sich Festool ganz einfach was Gutes dabei gedacht. Und es kann eben sehr schnell demontiert werden. Und damit ist es nicht mehr im Weg. Ihr schleift es nicht hinterher, sondern ihr könnt mit eurer Fräse dann eben alles Mögliche im Umbau machen, ohne dass euch dieses Kabel stört. Ja, und das finde ich sehr geschickt. Dann kommen wir zu dieser Anschlagsverlängerung. Die kann hier aufgeschraubt werden. Die schraubt ihr also hier auf den unteren Teil. Wird da aufgeschraubt. So. Und dann habt ihr, wenn ihr von oben fräst, habt ihr hier eine Auflagenvergrößerung. Jetzt macht man die fest. So. Habt ihr eine Auflagenvergrößerung, sodass diese Fräse nicht nach da abkippt, in dem Moment, wenn ihr fräst oder wenn ihr ansetzt, sondern dann steht die wirklich super stabil und ihr könnt da echt super arbeiten. Also das ist eine gute Idee hier. Aber auch letztendlich, wenn ihr hier auf den Anschlag geht, könnt ihr euch die Fläche nach unten im Grunde vergrößern, sodass ihr dann da mehr Auflagefläche habt. So, kommen wir zu den Anschlägen. Hier könnt ihr euren Anschlag nach links und nach rechts einfach vergrößern. Also das, was hier der Anschlag an der Maschine ist, den könnt ihr hier vergrößern. Dazu setzt ihr einfach in so eine kleine Nut. Hier ist eine kleine Vertiefung, wie ihr seht. Hier wird quasi der Anschlag so eingesetzt, arretiert. Das machen wir auf der anderen Seite auch. Einsetzen, arretieren. Und dann habt ihr die Möglichkeit, hier mit verschiebbaren Klötzchen diese Anschläge zu verstellen. Ja, das lässt sich so hin und her schieben. Und auch hier ist ein Bolzen drin, der eben auch verschwindet in dem Moment, wenn ihr doch diesen Anschlag im Moment mal nicht braucht, müsst ihr es nicht gleich demontieren da vorne, sondern der kann auch verschwinden. Ansonsten schlagt er hier an und könnt wieder hohlgenau einfach Dominos setzen. So, kommen wir zu dem Anschlag hier. Das ist ein Anschlag für Rahmen. Hier werden also Rahmen, könnt ihr mit Rahmenhölzer bearbeiten. Und das ist ein Anschlag, da müsst ihr hier die Schrauben öffnen, die Plättchen nach hinten drehen, hier auch nach hinten drehen. Und dann wird dieser Anschlag hier oben aufgesetzt. Ihr schraubt hier diese Plättchen auf die Seite, setzt den Anschlag hier an, haltet hinten etwas dagegen und schiebt den dann hier oben drauf, bis er hier oben anschlägt. Dann setzt er diese Plättchen nach innen und schraubt hier wieder zu. So, und hier auch in diese Vertiefung rein. Schraubt hier zu und dann sitzt der Anschlag bombenfest. So, an diesen Rädchen können diese Anschläge hier verstellt werden, links und rechts, oder arretiert werden auch. Etwas mehr als 70 mm haben wir hier maximal als Breite zur Verfügung und das Minimale sind 20. 20 ist aber kein Problem, weil ein Domino eigentlich ja schon 13 mm hat und er braucht da links und rechts noch ein bisschen Wandstärke. So, ich will euch noch eine Besonderheit zeigen, die ja oftmals gar nicht so richtig wirklich in den Videos, die man im Internet findet, herauskommt, ist, was diese kleinen Anschläge hier anbetrifft. Diese kleinen Anschläge sind manchmal im Weg. Also man möchte nicht, dass die hervorstehen, sondern dass die einfach drin bleiben.
dass man arbeiten kann, ohne dass dieser Anschlag nach außen kommt. Und den könnt ihr hier arretieren. In dem Moment, ihr drückt den Anschlag nach innen und schraubt den hier. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Und ihr seht hier so einen kleinen Innensechskant Schraube, ja, und dahinter auch die kleine Vertiefung dazu. Vielleicht seht ihr es. Und die schraubt man einfach nach innen. Das heißt also, und dann bleibt der Anschlag nämlich drin, wie ihr seht. Und dann können wir ohne diesen Anschlag arbeiten. Diejenigen, die mit so einer Domino schon länger arbeiten, wissen es. Aber oftmals ist es eine nutzvolle Information für alle diejenigen, oder eine nützliche Information für alle diejenigen, die vielleicht sich so eine Dominofräse zulegen möchten. Also ihr seht, die Fräse ist schon ein bisschen mit Raffinesse entwickelt. Sie hat sehr viele Features, die man zum Einstellen und zum individuellen und flexiblen Arbeiten nutzen kann. Das ist schon ein tolles Teil. Aber ich möchte auch die Frage beantworten, was hat sie denn eigentlich so als großen Vorteil? Was sind so die Arbeitseinsätze? Was sind die Vorteile? Was sind vielleicht auch die Nachteile? Im Gegensatz zu einer Flachdübelfräse. Und da kommen wir jetzt zum einem kleinen, in Anführungszeichen, kleinen Vergleich. So, für all diejenigen, die mir bisher folgen, die wissen, dass ich eine Makita habe, eine Makita Flachdübelfräse PJ 7000. Das ist eine Fräse, mit der ich schon relativ viel Verbindungen hergestellt habe, viel gearbeitet habe und so ein bisschen Erfahrung sammeln konnte. Und auch ein bisschen eine Aussage dazu machen kann, was es für eine Qualität ist, ob ich diese Fräse gegebenenfalls wieder kaufen würde oder nicht. Eins vorweg, ja, ich würde sie wieder kaufen, denn die Qualität dieser, ich sage mal in Anführungszeichen, Mittelklasse-Fräse, das ist einfach eine Fräse im mittleren Preissegment, liegt so zwischen, ja, ich denke mal so 280, 300 Euro, sowas, je nachdem, bei welchem Händler ihr es kauft. Ich würde sie wieder kaufen, weil sie einfach eine gute Qualität bietet, weil sie eine gute Genauigkeit bietet. Es gibt ein paar Punkte, die würde ich gegebenenfalls anders machen, aber in der Konstruktion anders machen. Aber insgesamt ist es eine tolle Fräse. Ich habe euch von diesem Einschalter erzählt. Hier haben wir so ein Thema. Dieser Einschalter läuft relativ schwierig oder läuft relativ schwer. Und oftmals ist es so, wenn man dann diese Fräse einschaltet, schiebt man die Fräse meistens schon mal so ein bisschen nach vorne, was nicht so doll ist. Das würde ich gegebenenfalls anders lösen. Da hat Festool einen wesentlich leichtgängigeren Schalter. Aber ansonsten, was Genauigkeit anbetrifft bei der Maschine und ob diese Maschine auch irgendwo Spiel hat, überhaupt nicht. Gar kein Spiel, überhaupt null. So, wir haben hier so einen Aufsatz. Ja, die Distanzplatte wird da vorne aufgesetzt auf diesen Anschlag. Ihr seht es hier. Und das ist eigentlich dafür da, dass wenn hier so eine Platte gefräst wird, dass man hier auch dünnere Platten damit fräsen kann. Also das heißt also, dass die Fräse einfach insgesamt im Anschlag etwas höher kommt. Ja, dann ein Staubsack. Ein Staubsack, der hier hinten auf den Ausgang aufgesetzt wird. Das ist übrigens auch so eine Sache, wo ich sage, ist jetzt nicht so ideal gelöst hier, diese Absaugung. Man kann den hier zwar draufsetzen, das ist auch alles gut so, aber wenn hier versucht, hier einen Ansaugschlauch draufzusetzen, das ist ein zylindrisches Teil, wie soll es arretiert werden? Das muss aus Gummi sein, muss es irgendwie da drauf quälen, der Durchmesser ist irgendwie komisch, also auch nicht so richtig gängig. Wenn man jetzt ein Festool-Saugschlauch dort drauf setzen möchte, dann geht es nur mit Adapter. Das ist einfach ein bisschen, hätte man besser lösen können. Dann gibt es hier so einen Hakenschlüssel. Dieser Hakenschlüssel ist einfach für den Fräserwechsel da. Ihr seht, ich habe hier diesen Griff, der normalerweise hier oben drauf, so hier oben da drauf sitzt. Ich finde ihn unhandlich und wenn ihr mal schaut, in den verschiedenen Videos, die es im Netz gibt,
wie diese Fräse betrieben wird, beziehungsweise wie sie bedient wird, dann greift man meistens an diesen schlanken Körper hier, an diesen Motorkörper und drückt hier am Anschlag dagegen und drückt den Fräser nach vorne. Also ich finde diesen Griff eher hinderlich und habe ihn weggelassen. Dann gibt es hier noch diesen zusätzlichen Anschlag, der hier vorne aufgesetzt wird. Da muss ich sagen, dieser Anschlag ist sehr passgenau, ja, wird dann arretiert und kann hier an einer Skalierung die Höhe eingestellt werden, sodass er dann hier auch höhere Teile mit fräsen könnt. Also da sind dann einfach höhere Anschläge möglich. Ja, natürlich, ganz klar, ihr könnt auch Gärungen mit Fräsen, lassen sich genauso fräsen. Ja, also da macht man diesen Anschlag normalerweise ja wieder weg. Lassen sich Gärungen mit fräsen. Alles ideal, alles gut. So, kommen wir mal zu einem direkten Vergleich der beiden Maschinen. Für was sind diese Maschinen eigentlich gut? Für was werden sie verwendet? Wo sind Vor- und Nachteile dieser Maschinen? Bei der Flachdübeln ist eigentlich mehr so das Plattenmaterial im Vordergrund. Hier werden mehr Platten zusammengesetzt, weil der Verbinder eben auch die Möglichkeit hat, dass man diese Plattenmaterialien, wenn man die so verbindet, also wenn sie so verbunden werden oder auch so verbunden werden, ist völlig egal, dass man diese auch noch so verschieben kann. Ja, also man kann nach dem Verleimen dann hier noch so ein bisschen korrigieren, was bei der Dominofräse natürlich so nicht mehr geht. Beziehungsweise wenn man hier auf passgenaue Fräsung geht, dann ist da wirklich das Thema fixiert. Die Position ist fix und hier gibt es nichts mehr zum Korrigieren und zum Verschieben. Braucht ihr aber eigentlich auch nicht, denn ihr werdet sehen, wenn man die Teile richtig fräst, dann ist auch die genaue Position ja gewünscht. So, bei der Flachdübelfräse lässt sich das immer noch so ein bisschen korrigieren. Was sich nicht korrigieren lässt bei der Flachdübelfräse, das ist eben, wenn ihr diese beiden Teile so zusammensetzt und habt ihr diese Bezugskante, dass sie in diese Richtung sich auch verschieben lässt. Das ist nicht der Fall. Also hier ist es schon sehr genau. Das heißt, Plattenmaterial miteinander zu verbinden, Korpusbau zu betreiben, das ist eigentlich die richtige Fräse dazu. Was aber nicht heißt, dass auch die Dominofräse in der Lage ist, hier Plattenmaterial zu verbinden. Ja, das will ich damit nicht sagen, dass das mit der Dominofräse nicht geht. Das geht hier genauso. Ist nur ein bisschen aufwendiger mit ihr und man muss ein bisschen mehr aufpassen. Das hier ist viel einfacher. Das hier, die Maschine ist viel, viel, ja, in Anführungszeichen simpler, hier einfach Platten relativ schnell miteinander zu verbinden. Diese Dominofräse hat dann, wenn wir über Plattenmaterial reden, auch noch einen Nachteil. Die funktioniert erst ab einer gewissen Plattenstärke. Und ich meine, das sind irgendwie 15 mm. Ab 15 mm funktioniert das Ganze. Und hier könnt ihr auch kleinere Platten nehmen. Ich habe 12 mm, glaube ich, könnt ihr mit verbinden. Denn da gibt es dann die entsprechenden, ich zeige euch mal, die entsprechenden Größen an Flachdübeln, die ihr hier habt. Das ist dann zum Beispiel der kleinste, das ist 0. Und das ist die gängigste Größe, das ist eine 20er Größe, die verwende ich in der Regel. Und wenn ich kleine Sachen verbinde, dann bin ich hier beim kleinen Dübel. So, also von daher zum Verbinden ist das eigentlich für Plattenmaterial das hier die ideale Form. Wenn ihr allerdings Rahmenteile verbinden möchtet, dann seid ihr mit der Dominofräse besser beraten, denn die kann hier kleine Verbindungsflächen zusammenführen, ja. Also wir haben hier eine kleine Fläche und diese kleine Fläche lässt sich hier sehr passgenau. Und das ist das, auf was es hier ja dann ankommt, wenn auch Rahmen verbunden werden. Der eine oder andere folgt mir auf Instagram und hat wahrscheinlich schon gesehen, dass ich da so eine Stollenkonstruktion baue für einen Schrank, für einen Eichenschrank. Und da ist genau so eine Verbindung hergestellt worden. Da habe ich mir dieser Dominofräse die Verbindung hergestellt und die ist wirklich super genau. Wenn wir hier einen Winkel drauflegen oder hier den Winkel drauflegen,
dann seht ihr keinen Lichtspalt. Es ist ideal gemacht, wenn es dann noch geschliffen ist, perfekt. Also die arbeitet wirklich super genau. Hier wird die Position einer passgenauen Verbindung ist dann wirklich auch passgenau. Also da stimmt es dann wirklich, da stimmt dann wirklich alles. Und da bin ich echt begeistert, was die Dominofräse hier an Präzision abliefert. Ja, Präzision ist das eine, aber aufpassen, dass es richtig getan wird, ist das andere. Die Fehlerquote bei einer Flachdübelfräse, jetzt insbesondere bei dieser Makita, was ich so erlebt habe, ist deutlich geringer. Hier müsst ihr wesentlich mehr aufpassen, was ihr da macht. Hier müsst ihr die Tiefe einstellen, hier muss hier die Höhe eingestellt sein, richtig eingestellt sein. Ihr müsst hier mit entsprechendem passgenauen oder weniger oder mit Spiel diese Fräsungen durchführen. Also hier muss man ein bisschen mehr aufpassen, wie man was einstellt. Auch hier mit den Anschlägen. Das ist hier wesentlich einfacher. Ihr habt nur eine Einstellungsmöglichkeit und das ist die hier, indem ihr eure Dübel einstellt. Und damit wird die Dübeltiefe letztendlich hergestellt. Ansonsten ist es, ja, ich will nicht sagen draufhalten und gut, aber es ist zumindest wesentlich einfacher. Und wenn, aber das ist in beiden Fällen so, wenn mal was schief geht, ja, dann fräst man, sieht, man hat falsch gefräst, dann leimt man so ein Teil ein, sägt es ab und fräst neu. Das könnt ihr sowohl mit der Dominofräse als aber auch mit der Flachdübelfräse machen. Das ist eigentlich völlig egal. Mit der Flachdübelfräse ist ein Korpusbau weniger möglich, ein Rahmenbau weniger möglich. Also einen Rahmen könnt ihr nicht bauen, weil ihr eine Mindestbreite habt von einer Fräsbreite. Jetzt beim 20er seid ihr schon auf einer Größe von ungefähr 70 bis 75 mm. Habt ihr eine Fräsbreite. Das heißt, das Teil, das ihr verbinden wollt, muss eine gewisse Breite haben. Das setzt die Flachdübelfräse voraus oder die Flachdübel oder ja eine Flachdübelverbindung voraus. Das ist bei der Dominofräse anders. Da haben wir einfach wesentlich mehr Bandbreite an Größen, die wir verbinden können. Wenn wir die Verbinder miteinander vergleichen, dann seht ihr hier zwei Flachdübel. Das ist die gängige Größe. Es gibt noch eine größere und es gibt noch eine 10er. Also eine zwischendrin und das ist die kleinste Verbindung oder das ist der kleinste Verbinder, wenn wir jetzt mal von diesen Holzverbindern ausgehen im Vergleich zu den Dominos. Hier ist die Bandbreite etwas vielseitiger. Wir haben hier von 4 bis 10 mm. Die entsprechenden Fräser lassen sich hier einsetzen und auch entsprechend fräsen. Ich finde, aber die Dominofräser im Vergleich, wenn man diese beiden jetzt mal vergleicht, preislich wesentlich teurer oder sie sind wesentlich teurer. Und somit habt ihr hier einen wesentlich preiswerteren Verbinder. Das heißt, alles, was in irgendeiner Form Plattenmaterial darstellt, wäret ihr gut beraten, das hier mit den Flachdübeln zu verbinden, weil es einfach günstiger ist im Vergleich zu den Dominos. Dazu kommt, dass im Flachdübelbereich es wesentlich mehr auch lösbare Verbinder gibt. Also es gibt eine ganze Bandbreite und mehrere Hersteller von lösbaren Verbindungen. Im Vergleich zur Festool-Seite oder im Vergleich zur Domino gibt es letztlich nur einen oder ganz wenige lösbare Verbinder. Es gibt welche, aber es gibt wenig lösbare Verbinder oder Anbieter, diese lösbare Verbindungen herstellen. Und insomit seid ihr da auf der Flachdübelseite doch etwas flexibler. So, wenn wir ein Fazit ziehen über die beiden Maschinen und die Frage stellen, würde ich sie nochmal kaufen, dann kann ich auf jeden Fall sagen, ja, ich würde beide Maschinen nochmal kaufen. Und ich würde sie so kaufen, wie ich sie gekauft habe. Ich würde als erstes die Flachdübelfräse kaufen. Sehr wahrscheinlich, wenn ich mit dem Thema anfange. Das heißt also, wenn für mich Plattenverbindungen wichtig sind, wenn ich mit Dübeln, mit Flachdübeln, mit Dominos, mit Runddübeln, wie auch immer, Teile verbinden möchte, es also nicht schrauben will, so wie viele das tun. Also man sieht viele Videos, wo dann einfach eine Vorrichtung mal schnell zusammengeschraubt wird. Wenn das nicht oder wenn der Anspruch ist, einfach etwas zu verleimen, dann ist man mit Dübeln richtig
unterwegs und dann würde ich diese beiden Fräsen wieder kaufen. Ich würde für den Einstieg in diese Welt mit der Flachdübelfräse beginnen, würde mir dort mal meine ersten Erfahrungen machen und wenn man dann in Massivholz wechselt und mit Massivholz zum Beispiel arbeitet oder mit kleinen Rahmenverbindungen machen will, einfach sehr vielseitig sein möchte, dann ist die Dominofräse die richtige. Aber es gibt immer noch Einsatzmöglichkeiten oder es gibt immer noch Einsatzgebiete für die Flachdübelfräse, wo ich die Dominofräse nicht verwende, sondern Flachdübel verwende. Deswegen, ich würde beide Maschinen wieder kaufen. Auf jeden Fall. Einmal von der Qualität und vom eigentlichen Dübel selber. Bei Festool brauchen wir von der Qualität gar nicht sprechen, das ist schon Oberklasse. Insofern würde ich beide wieder kaufen. Die Frage mal beantwortet. Zweites Fazit, ich habe es bereits genannt, für den Einsteiger in jedem Fall eine Flachdübelfräse oder mit der Flachdübelfräse beginnen. Ich würde aber von, ja, ich sag mal, günstigen Maschinen, die man so im Baumarkt bekommt für ja, 30, 50 Euro, wie auch immer, würde ich absehen, weil die Genauigkeit da einfach zu wünschen übrig oder beziehungsweise weil die Genauigkeit nicht da ist, nicht in der Form da ist, wie ihr hinterher Spaß habt. Insofern lasst da einfach die Finger weg, sondern investiert ein bisschen mehr, auch in ein in Anführungszeichen einfacheres Modell wie eine Flachdübelfräse, weil ihr habt einfach mehr Spaß. Ihr habt ein wesentlich genaueres, präziseres Ergebnis und das ist einfach Voraussetzung für auch vernünftige Ergebnisse bzw. Produkte. Ja, ich würde den Einstieg einfach in diese Richtung wählen. Sie ist einfach. Es ist. Und die Verbinder sind auch relativ günstig. Das heißt, es ist eine sehr günstige, preiswerte Verbindungsart. Bei der Dominofräse, Entschuldigung, bei der Dominofräse ist es so, da sei das sehr vielseitig. Ihr könnt auch Plattenverbindungen machen, es ist keine Frage, das funktioniert. Bei der Dominofräse ist es eben so, dass ihr dort wesentlich vielseitiger dann seid mit dieser Fräse. Plattenverbindungen funktionieren vielleicht nicht so schnell wie jetzt bei der Flachdübelfräse. Und naja, sie hat ihren stolzen Preis, sie ist teuer in Anführungszeichen. Und das ist halt eben eine Überlegung, ob man die gleich eben zu Anfang haben will oder haben muss. Ich meine nicht. Sammelt Erfahrung mal mit Flachdübeln und wenn ihr dann sagt, so, ich steige jetzt um und will es präziser haben, ich will es vielseitiger haben, ich will mit Massivholz arbeiten etc., will Rahmenverbindungen machen, will vielleicht auch runde Teile in irgendeiner Form wie Geländer, also runde Geländerhandläufe, will ich ebenfalls auf Gehrung mit Flachdübeln versehen, dann seid ihr mit der Domino, glaube ich, richtig. Allerdings ist klar, dass er da ein bisschen mehr investieren müsst. Das ist so mein Fazit über diese beiden Maschinen, auch so ein bisschen den Vergleich. Ich hoffe, ich war euch da ein bisschen eine Hilfe, konnte euch ein bisschen zeigen, was sind so die Vorteile, was sind die Einsatzgebiete, was sind vielleicht auch Nachteile, wenn es überhaupt Nachteile gibt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, wenn ihr vor einer Auswahl einer Fräse steht und euch eine Fräse kaufen wollt, was ihr euch da kauft. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Ich freue mich über ein Abo. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Servus.